Und damit herzlich willkommen zurück zu X4 Foundations. Wir sind da, wo ich in der letzten Episode aufgehört habe. Nämlich in meiner Murloc Dorian, dem Quasar-Abfangjäger, auf meiner frisch erworbenen Korvette. Das heißt, erworben ist eigentlich falsch. Sie war einfach da, ich durfte sie mir nehmen, beziehungsweise eigentlich war ich mitten in einer Mission, nämlich ein entführtes Schiff zu finden. Dieses war es auf jeden Fall nicht, es war verlassen und nachdem ich es näher untersucht habe, ist es in meinen Besitz übergegangen. Und ich habe jetzt dafür erstmal gesorgt, dass es repariert wird und einen Auftrag bekommt, nämlich jetzt nach profitabler Handel zu fliegen, in meinen Heimatsektor will ich es jetzt mal nennen. Und wir sehen auch wieder mit Logo mit mir oben drauf quasi. Ich werde aber auch gleich die Fregatte bzw. die Korvette hier verlassen. Ich weiß nicht, warum er jetzt unbedingt hier auf der Seite rausfliegen möchte. Er hätte auch geradeaus rausfliegen können, aber zumindest sieht das nicht so unstrukturiert und so komisch aus wie bei den S-Jägern zwischenzeitlich, wenn man dazu geguckt hat, wenn die KI landet oder fliegt. Zoomen wir noch mal ein bisschen raus, gönnen wir uns das Schiff. Ja, es ist ein Split-Schiff. Oh, jetzt werde ich ein bisschen angeschoben. Ja gut, klar. Der will da landen, ne? Der will da landen. Aber ich hoffe, dass er jetzt gleich mal Gas gibt, weil jetzt könnte er ja eigentlich mal rausfliegen. Gut, ich möchte vielleicht noch dazu sagen, dass ich vorher einen Servicemannschaft quasi eingekauft habe und dann den fähigsten von diesen Leuten zum Kapitän gemacht habe, was vielleicht nicht die schlauste Idee ist, wie man hier sieht. Denn auch wenn sich viel darüber gestritten wird, und ich hatte es in irgendeiner Episode auch schon mal angesprochen, die Fähigkeiten und Sterne haben durchaus was zu sagen. So, der hat auch die Schnauze voll. Der schiebt uns auch ein bisschen weg. Jetzt gibt er mal Gas. Na, wer sagt's denn? Ich habe gedacht, das passiert schon gar nicht mehr. So, jetzt sind wir draußen. Und wir docken jetzt aber auch ab. Denn wir haben noch eine Mission zu erledigen. So, dann können wir es noch sehen hier hinten. Da fliegt er. Ja, Ziel nach profitabler Handel fliegen ist korrekt. Sehr schön. Gut, dann werden wir jetzt erstmal unsere Mission weiterführen, nämlich dieses entführte Schiff. Wir erinnern uns, Argon-Sklaven haben ein Schiff der Split gekapert und wollen, nehme ich mal an, ein sicheres Argonengebiet und haben da eine oder mehrere Split-Geiseln genommen, wovon eine unserer Kontaktpersonen ist, die uns wahrscheinlich da mit den freien Familien bekannt machen wird. Zumindest so habe ich das verstanden. Wir sagen, diese Zwischensequenz war nicht so ganz aufschlussreich. Wer hat da mit wem gesprochen? Irgendwie, nachdem wir dann in das System zwei Riesen eingeflogen sind. War ja ein Polizeischiff des Patriarchats vor Ort, in einem Teladi-Sektor, muss man dazu sagen. Und hat quasi Kontrollen durchgeführt. Also wenn ich das richtig verstanden habe, sagte das im Endeffekt eigentlich nur aus, dass das Patriarchat uns nicht feindlich gesonnen ist in dem Sinne, aber auch uns nicht weiterhelfen wird, wie auch immer. Und deswegen wir uns mit jemandem treffen sollen, der zu den freien Familien gehört. So habe ich das jetzt verstanden. Ich hoffe, ich habe es nicht falsch verstanden. Wir sind auf jeden Fall wieder in zwei Riesen. Ich kann ja nochmal hier jetzt mal schauen. Nee, da ist das mit den Quests. Ne, den Xenon kriege ich wahrscheinlich nicht mehr, oder? Ne, der will da weg, ja. Ich kann ja nochmal schauen. Das Finden der Kontaktperson, die dir Fountain genannt hat. Aber wer ist das? Der Typ hieß ja anders, irgendwie, keine Ahnung.
scheint schwieriger zu werden als angenommen. Die Neuigkeiten über die reaktivierenden Sprungtore und den wiederhergestellten Kontakt zur Argonischen Föderation haben unter den versklavten argonischen Bevölkerung in den Split-Territorien die Runde gemacht. Eine Gruppe dieser Sklaven hat die Gelegenheit genutzt, um zu fliehen und dabei deine Split-Kontaktperson entführt. Finde das entführte Schiff und verhandle die Freilassung dieser Geißel. Ja genau, das ist ja das, was wir jetzt gerade machen. Ja, alles Ziat hier. Aber nichts Außergewöhnliches. Ja gut. Wir sollen... Unbekanntes Objekt. Wir sollen jetzt ein entführtes Schiff suchen. Dann probieren wir das jetzt mal auch. Ich will jetzt natürlich auch immer noch mal so ein bisschen im Auge haben. So, die Cobra ist schon da. Okay. Dann kriegt ihr nämlich jetzt Folgendes. Dann kriegt die nämlich jetzt ein Verhalten und soll in diesem Sektor eine Patrouille durchführen, einfach generell, und zwar in profitabler Handel. Das habe ich aktiviert. Das heißt, wenn dieser Befehl mit dem Dahinfliegen abgeschlossen ist, das ist nämlich dann, sobald das erledigt ist, fängt sie an, das zu machen, wenn kein aktueller Befehl vorhanden ist. In dem Fall ist es dann eine Patrouille durchführen. Patrouille heißt... Erwarte Befehle. So, du brauchst keine Befehle erwarten, sondern du kriegst das jetzt weg. Und jetzt müsste diese Patrouille fliegen gleich. Hoffen wir, dass es auch passiert. Bestätigen. Jawohl. Passiert jetzt. Patrouille fliegen heißt im Endeffekt nichts anderes, als dass das Schiff jetzt hier durch diesen Sektor hier fliegt und alles, was feindlich ist, angreift. Also für mich feindlich ist. Was im momentan einfach nur die Xenon oder die Kark sind. Also auch Ziad und so weiter sollte nicht angegriffen werden. Weil das gilt ja für mich quasi genauso wie für die. Erreiche System. Sengende Niederlage. Sprich, die greifen mich nicht an. Na, minus 15 habe ich bei denen und hier steht, ist die aktuell nicht erlaubt, an Schiffen und Stationen dieser Fraktion anzudocken. Aber Schiffe und Stationen dieser Fraktion werden meine Kampfschiffe nicht angreifen und Schiffe und Stationen werden auch alles, was nicht, also alles, was nur mein Eigentum ist, nicht angreifen und zerstören wollen. Und das gilt für mich also quasi genauso. Die Ziad dürfen bei mir nicht andocken und bei mir Handel treiben. Wobei, eventuell könnte ich das sogar noch freischalten. Das müsste ich mal gucken, ob ich die nicht doch gestatten könnte, bei mir zu kaufen. Oder ob das generell aufgrund des Rufes nicht geht, dass die vielleicht auch einfach gar nicht bei mir kaufen wollen. Aber das sehen wir dann. Erstmal sind wir auf der Suche nach einem entführten Schiff. Und wir sind wieder in einem neuen Sektor, den wir bisher noch nicht kannten, nämlich Sengende Niederlage. Und ja, mit dem Split-DLC hat sich das Universum ganz schön erweitert. Und aktuell ist ja sogar schon das zweite DLC angekündigt mit den Terranern. Das ist ein bisschen konkreter geworden, haben aber jetzt erst zum Zeitpunkt dieser Aufnahme den Release aufs erste Quartal 2021 verschoben. Aber das macht ja nichts, ich habe ja noch genügend zu tun. So ist es ja nicht. Und falls sich der eine oder andere fragt, ja, aber was gibt's denn dann noch zu machen? Ihr werdet sehen. Wie gesagt, es ist eine Sandbox. Man darf das nicht vergessen, es ist einfach eine Sandbox. Ich kann hier machen, worauf ich Bock habe. Und es ist wirklich so, natürlich gibt es ein paar Restriktionen, aber ja. Im Endeffekt kann ich machen, worauf ich Bock habe. So, das sieht mir nach dem Schiffswrack aus. Das Wrack passt in etwa zu dem Schiff, das wir suchen. Aber es ist ein anderer Typ. Weitere Untersuchungen haben keinen Sinn. Unbekanntes Objekt. Also, nächster Sektor. Lernen wir mal ein bisschen das Universum jetzt kennen. Was ich natürlich eben vergessen habe zu erwähnen, ist natürlich... Moment, muss ich das Xenon? Tatsächlich.
Hier wird mitten in dem Sektor der freien Familien, die mir übrigens nicht feindlich gesinnt sind, wie man gerade sieht, es wird eine Xenon-Verteidigungsstation aufgebaut. Das ist ja auch spannend. Na gut, die Xenon haben natürlich auch ihre eigene Agenda, die sie durchsetzen wollen. So, während den langen Reisen übernehme ich immer noch mal hier so den Blick. So, der Transporteur müsste jetzt eigentlich seine Aufgabe auch erledigt haben. So. Die Cobra greift natürlich auch Piraten an. Ja, das macht sie also auch. Also fliegt jetzt hier einfach Patrouille. Ja, hier sieht man, das ist der Befehl. Ich hoffe mal auch, dass dort vielleicht auch ein bisschen gelevelt wird. Ich weiß es nicht. Gut. Also Energiezellen. Hat er es noch nicht gemacht? Hat er es noch nicht mit dem Baulager transferiert? Was ist da los? Warum hast du das noch nicht gemacht? Machen wir das nochmal mit Baulager. Ah, ich habe wahrscheinlich nicht richtig bestätigt, könnte ich mir vorstellen. Gut, dann kommt das jetzt. Also den Transporteur habe ich jetzt mir zugelegt, um halt Waren zu transferieren können. Nämlich jetzt in dem Fall von dem Sonnenkraftwerk ins Baulager. Denn ich habe ja nur selber ein Sonnenkraftwerk am Laufen, beziehungsweise stelle also die Energiezellen selber her. Der nächste Schritt, der logische ist, für eine Infrastruktur zu sorgen für Hüllenteile. Das wäre der nächste Schritt. Moment mal. Das sieht mir aus wie ein Asteroid, ehrlich gesagt, oder? Ein bisschen schwer zu erkennen. Hat so eine komische Form hier, so. Das sieht nicht nach einem Schiff aus irgendwie. Aber naja, vielleicht täuscht es auch. Nee, das ist ein Asteroid, oder? Das Schiff scheint ein Felsen zu sein. Na, dankeschön. Sag das Offensichtliche. Das sagen dir meine Sensordaten. Schwache Signale haben inhärent eine niedrige Zuverlässigkeitsrate. Okay, weiter geht's. Also ein Felsen war offensichtlich auch nicht das, was wir gesucht haben. Unbekanntes Objekt. So, wir gucken mal. So, jetzt müsste der Transporteur aber das schon erledigt haben. Hauptquartier, Bau planen. Ne, er macht's noch. Okay, alles klar. So, also wie gesagt, eine Hüllenteilefabrik wäre dann der nächste Schritt. Um halt weitere Materialien für Stationen selber herstellen zu können und natürlich auch verkaufen, weil Hüllenteile werden halt im Universum für alles gebraucht, für Stationen, für Schiffe. Und da, wo Krieg ist, gehen Schiffe verloren, müssen nachgebaut werden. Und da hoffe ich so ein bisschen, dass ich mit meinem kleinen Unternehmen hier so meinen Profit rausschlagen kann. Ob mir das dann letztendlich so gelingt, wie ich das vorhabe, werden wir dann sehen. Ja, das scheint auch eines dieser neumodischen Schwungtore zu sein. Diese Runden, das sind ja so diese Ursprungtore, die es ja quasi schon seit X1, also X Beyond the Frontier gibt. Aber das ist ja nun, glaube ich, auch schon etliche Ingame-Jahre lange her. Seitdem hat sich das X-Universum ja um einiges weiterentwickelt, unter anderem scheinbar auch die Sprungtore. Also ich nehme mal an, dass das jetzt im nächsten System, ich versuche mir mal diesen Gasriesen hier zu merken, der gleich nochmal irgendwo auftaucht. Nee, ich würde sagen, nein. 16. Unbekannte Zone. Ich würde sagen, nein.
Okay, gut. Dann sind wir wieder in einem neuen Sektor gelandet. Müsste auch gleich mal gucken, ob denn schon ein paar Energiezellen auch so verkauft wurden. Jo, Heiliger Orden des Pontifex, nur noch minus 7 Ruf, das gefällt mir. Wie gesagt, plus 10 für die S&M-Schiffe will ich erreichen. Also ich will mir sowieso, wie gesagt, Kark und Xenon kann man den Ruf nicht verbessern. Ich glaube, Pakt der grünen Schuppe oder alle Piratenfraktionen geht, glaube ich, auch nicht. Aber mit allen anderen Völkern, wenn die sich untereinander die Köpfe einschlagen, das kann ja für mich nur profitabel sein. Außer ich habe so das Gefühl, dass eine Fraktion so kurz vor der Auslöschung steht oder sowas, dann werde ich natürlich auch versuchen, mein Möglichstes dagegen zu stellen oder ein Handelsembargo auszusprechen. Das kann ich ja seit dem letzten Patch ja machen. Da kann ich ja einstellen, wer mit mir handeln darf und wer nicht. Drache. Okay, das sind alles unbekannte Zone. Alles Ziad-Schiffe, auch wenn die rot sind. Aber ich muss natürlich gucken, dass es nicht mich plötzlich ein Xenon P oder sowas angreift. Das wäre nicht so toll. So, das scheint ein Schiff zu sein hier. Cobra. Außerordentlich gut zur Beschreibung, die mir Dahl gegeben hat. Vielleicht sollten Sie den Pilot fragen, ob Sie kürzlich aus der Gefangenschaft einer Splitstation entkommen sind. Das kommt sicherlich gut an. Im Ernst. Fragen Sie sie einfach, wo Sie hinfliegen oder sowas. Das ist die erste und einzige Warnung. Halten Sie Abstand oder wir eröffnen das Feuer. Scheinen kein Interesse an unserer Gesellschaft zu haben. Scheinbar nicht, ne. Er steht ganz schön unter Stress mit den ganzen anderen Flüchtlingen an Bord. Wir werden ihn überzeugen müssen, wenn wir unsere Geisel bekommen wollen. Oh, ich soll es angreifen. Ist das wirklich erforderlich? Wir müssen nur denken, dass sie sie töten wollen. Ach. Ich ungern mit so einer Korvette an. Stellen Sie das Feuer ein. Wir wollen verhandeln. Okay. Wir sind bereit, die Geisel aufzugeben. Docken Sie an unser Schiff an, damit wir sie übergeben können. Okay. Ja, doch einfacher als gedacht. Andockerlaubnis erbitten. Ja, das ist wahrscheinlich auf der anderen Seite. Okay, das ging jetzt doch einfacher als gedacht. Ah ja, da. Und da ich ja einen Docking-Computer habe, sollte das jetzt eigentlich kein Problem sein. Ja. Das ging einfacher als gedacht, aber die haben sich jetzt nicht großartig gewehrt. So, ich schätze mal, ich... Bazaar, Angreifer. Für Befreiung von argonischen Rebellen. Ah ja, das sind ja die beiden. Sklavenhändler 3 ruft fremdes Schiff. Fremdes Schiff, sofort Splitgeiseln freilassen. Ah, ich soll abdocken, okay. Hallo. Split, nach Hause gehen. Dem bitte nachkommen. Die zeitliche Abfolge der Geschehnisse finde ich schon etwas verdächtig. Docke an, Sklavenhändler 3. Okay. Ich glaube, die kommen mir entgegen, kann das sein? Ja,
gut, fliegen wir mal ein bisschen mit Reiseantrieb entgegen. Ja gut. Die haben also mir quasi jetzt die Geisel einfach so übergeben, sozusagen. Und jetzt hat ein Sklavenhändler quasi hat mich jetzt gerufen und da soll ich jetzt andocken. Ich finde es ein bisschen verwirrend gerade, bin ich ehrlich gestehen. Deswegen will ich jetzt gerade nochmal schauen. So, Docke an, entführt das Passagier. Also ich bringe jetzt die Geisel quasi jetzt heim zu dem Sklavenschiff. Das wird wahrscheinlich jetzt das Ding sein. Ah ja, genau, da kommt das Sklavenschiff in Reichweite und da soll ich andocken, um die Geisel dann wieder nach Hause gebracht zu haben. Doch, das macht jetzt Sinn, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt. Aber es ist halt manchmal echt schwierig zu folgen, wenn man irgendwo ein kleines Stückchen irgendwie verpasst hat. Andockerlaubnis erteilt. So, dann kommen sie mir schon entgegen. So, Landecomputer regelt. Erfolgreich angedockt. So, mal gucken, was passiert jetzt. So, die Split gehen von Bord, das ist schön. Der andere auch. Bevor Sie gehen, reden Sie besser noch einmal mit dem Piloten. Vielleicht haben Sie doch einen Freund gefunden. Ich nehme an, das ist der Typ, den wir aufgesammelt haben. So, wir sind jetzt hier auf jeden Fall auf irgendeinem Split-Schiff. Sieht auf jeden Fall sehr imposant aus. Okay, wir sollen jetzt reden mit dem Piloten. Light Yechin ist also der Pilot von diesem Sklavenhändler hier, alles klar. Okay. Ja, stimmt, vielleicht zeigt er oder sie sich ja dann dankbar, dass wir ihren Mitarbeiter befreit haben. Vielleicht ist es ja auch irgendwie Familienmitglied. Okay, es ist eine Sie auf jeden Fall. Die Kreatur willkommen heißen auf Sklavenhändler 3. Split nicht erfreut, wenn Fremde sich einmischen in Split-Angelegenheiten. Flüchtlinge werden beobachtet. Kontakt hergestellt wurde, um Freilassung von Geiseln zu verhandeln. Lage von Geiseln unter Kontrolle war. Waghalsiges Verhalten von Kreatur ein Split-Leben in Gefahr gebracht hat. Kreatur aber tapfer versucht hat, einen von uns zu retten. Pilot, das mit Anwesenheit beim Begräbnis von Split-Kriegshelden wieder gut machen kann. Pilot, unser Schiff in verbittertes Herz treffen. Pilot, Kaviar als Begräbnisgabe mitbringen. Okay, ich soll jetzt bei irgendeinem Begräbnis teilnehmen. Okay, what the fuck? Okay. In den Archiven der Handelsstation habe ich nun doch noch mehr über sie herausgefunden. Sie war scheinbar eine Züglerin. Eine Beraterin für Split-Entscheidungsträger. Diese Züglerinnen wurden ursprünglich von Patriarch Guste Gürt eingesetzt, um die schlimmsten Ausbrüche von Split-Männern zu mäßigen. Sie gehört zu Tekrite Sink, einem kleineren Patriarchen, der mit dem Zyat-Patriarchat agonische Sklaven handelt. Sie war wahrscheinlich hier draußen, um das Chaos und um die Sklaven zu beseitigen, das einen beträchtlichen Ansehensverlust für ihr männliches Gegenstück verursacht hat. Nicht, dass Familie Tekrö heutzutage noch viel Ansehen hätte, das sie verlieren könnten. Ich habe jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht, keine Ahnung, was Dell mir da jetzt erzählt hat. Auf jeden Fall ist das Schiff auf dem Weg irgendwo hin. Und ich gucke nochmal, ob ich jetzt hier irgendwie... Als Zeichen der Dankbarkeit für die Rettung eines Split-Lebens hat mich Leigh Tishin, Züglerin der Familie Tikre, eingeladen, am Begräbnis eines Split-Kriegsheldens teilzunehmen. So, Raumfliegen-Kaviar soll ich beschaffen. Also den muss ich, glaube ich, herstellen. Ups. Na, komm schon. Okay, Captain. Dann. Dann bring mich mal. Ja, wo bring mich mal hin? Bring mich mal Richtung Hauptquartier erstmal.
imposantes Schiff, aber der Sklavenhändler 3 hier. Wow! Erreiche System. Erbittertes Was war, was war das denn? Ah, der hat gerade. Erreiche System. Tarkas Schlucht. Okay, die haben gerade einen Sprungtorsprung quasi gemacht und ich bin da gerade gestartet und deswegen. Warum ist er eigentlich noch hier? Ich kann auch nicht mit ihm reden. Okay, ja gut, dann bleib halt da stehen. Wenn du meinst. So, wenn wir jetzt auf dem Rückweg sind zu unserem Hauptquartier, kann ich ja jetzt erstmal schauen. So, er macht noch weiterhin seine Patrouille. Theoretisch könnte ich ihm auch noch mal einen schweren Jäger irgendwann mal zuweisen, der dann auch quasi angedockt ist. Und sobald ein Gegner kommt, startet er mit und dann greifen die quasi zu zweit an. So, in erster Linie setze ich den natürlich hier ein. Wobei, kann man den Polizei... Ne, ich glaube, das ist hier sektorgebunden. Das ist dann immer hier. Wenn hier mal wieder Xena oder Kark meinen, hier Ärger zu machen. So, hier werden wir zum Beispiel Raumfliegen-Eier. So. Container einsammeln. Weil die Raumfliegen-Eier brauche ich nämlich für diesen Kaviar. So, und da schicke ich jetzt meinen Erkunder hin, der sowieso mein Profitcenter Alpha ist. Stimmt, der hat da ja zwei Servicemannschaften aufgenommen, die ich ja eigentlich dafür verwenden wollte, um die Cobra hier. Mit dem Kapitän auszustatten. Dann habe ich das jetzt doch kurzerhand anders geregelt. So, Hauptquartier. Jetzt schauen wir mal. Wie sieht es denn aus hier mit... So, Energiezellen sind voll. Das ist nicht gut, ehrlich gesagt. Aber hier kommt schon... hier kommt schon ein Argonen-Energiehändler, der mir 490 abkaufen will. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal okay. So, Informationen. Wie sieht's denn aus? Ein bisschen Geld haben wir trotzdem eingenommen. So, wir haben ein bisschen Überschuss gehabt. Das überweise ich mir jetzt aber direkt. In der Regel ist es, glaube ich, so, wenn die Betriebs... Also, nee, doch. Nee, Betriebskosten sind, glaube ich, erledigt. Naja, gut, es gibt auf jeden Fall irgendwann mal so einen Punkt, wo man, wo einem der Manager das quasi direkt überweist. Also Geld, was die Station einnimmt. So muss man sich das Geld quasi immer erstmal manuell holen. Aber es gibt halt die Möglichkeit, dass er das auch überweist. Kann aber auch sein, dass das mit den Managerfähigkeiten zu tun hat. Okay, gut, während ich immer noch auf der Rückflug bin. So, wir brauchen Hüllenteile. Und zwar 372 Stück. Wenn wir es nicht so ganz... nicht so ganz daneben bin... gab es doch hier im profitabler Handel eigentlich sowas in der Richtung. Ja. Sogar direkt nebenan? Nein. Okay, in der Hightech-Fabrik. Ich probiere das jetzt mal, ob das wirklich so ist. Da Transporteur. So, Handeln mit Hightech-Fabrik. Sengende Niederlage. Tatsächlich. So, 288, das passt schon so. Geringes Angebot, ja, da sind die aber auch ziemlich teuer gerade. Ne? Moment, da gucke ich nochmal, ob ich es noch irgendwo billiger kriege. Das ist Einkauf. Ich brauche Verkauf. Nee, es ist doch günstig, verstehe ich gar nicht. 239 ist doch an sich günstig. Ja, also okay, also nochmal. Handeln. So. Bestätigen. Und hier dann Waren transferieren mit dem Baulager. Erledigt. So, dann lassen wir ihn das jetzt erstmal machen.
Und ja, während wir hier, glaube ich, sengende Niederlage durchqueren, ist diese Folge auch schon wieder zu Ende. Also, Raumfliegen-Kaviar, das nächste große Ding, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Also, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao, lasst einen Daumen nach oben da oder ein Abo, falls es noch nicht geschehen ist, würde ich mich sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, habt eine schöne Zeit, ciao, ciao.